Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge. So, und wir haben in der vorherigen Runde unseren Bananas gefangen. Unser Bananas. Und werden. Hey, warte mal, gibt es hier nicht die Angel? Ja. Ja, jetzt haben wir. Jetzt können wir noch ein paar Encounter fangen, meine lieben Freunde. Aber die sparen wir uns auf, die sparen wir uns auf. Den machen wir nicht jetzt gleich. Das heißt, in den Städten zum Beispiel bleibt es uns jetzt offen. Aber wir gehen jetzt einmal. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Zu MSN, genau. Machen wir kurz einen Boxenstopp, weil ich würde gern. Ich habe Pokémon zu teilen. Eisattacken verstärkt, ist ein Fufi wert. Ah, das Nugget möchte ich mal verkaufen. Und was ist eigentlich ein Top-Schützer wert? 3,50, ne, behalten wir es. Sonst habe ich nichts zum Verkaufen, gell? Nein. Nur. Ich wage zum Zweifel, dass ich Übernahme jemals verwenden werde. Sonntagprotzer. Lass mal. Sonntag. Lass mal auch mal Sicherheitshalber. Das sind die Sachen, die ich echt vielleicht doch noch einmal brauchen könnte. Ansonsten. Ich würde sagen, wir nehmen. Wie viele Pokébälle habe ich denn noch? Ja, ich habe noch 10 Stück. Für Supertränke habe ich 6. Kaufe mir noch 4 Supertränke. Dann haben wir 10. Ein Gegengift haben wir eh mit. Das dürfte von Anfang reichen. Ich denke schon. So, jetzt haben wir uns runter zur. Nee. Na, wisst ihr was? Wir versuchen es noch einmal. Vielleicht haben wir Glück. Yay! Ein Ultrigaria. Das ist also Ultrigaria ist Arzenia, das ist interessant. Pflanze Gift. Wow, Level 5. Was? Versuchen wir es mal einfach so, just verfahren vielleicht. Ich weiß nicht, ob Schlecker. Es ist halt doch jetzt Level 5. Probieren wir es mal. Im Notfall, ja. Haben wir halt. Puh. Weil ich halt nicht weiß, wie der. Moment. Hypnose. Das hier bleibt. Okay, vielleicht ein weiteres Pflanzen-Pokémon in der Hinterhand zu haben, ist halt nicht schlecht, meine lieben Freunde. Zu viel steht fest. Beutel, Pokémon, werfen. Eins, zwei, drei. Ja, so sehe ich das gerne, meine lieben Freunde. So sehe ich das. Wie nennen wir es denn? Wisst ihr was, wir nennen ihn? Was ist F? Ruffy. Why not? So, weiter geht's, meine lieben Freunde. Und da ist wieder unser lieber Krokop, der hat Bock, wieder mal ein bisschen was auf die Fresse zu bekommen. Hä? Krokop? So, was hat er? Ein Palimpalim. Okay, ich find's halt scheiße, dass er irgendwie immer andere Pokémon hat. Das wäre halt cool gewesen, wenn er gleichen behalten hätte.
Ich weiß nicht, ob das am Randomizer liegt. Oh. Miese Idee. Ich weiß echt nicht, ob es am Randomizer liegt oder... wir haben echt unser Team... Ich sollte echt trainieren. Ah, ich bin ein Trottel. Ja, ist wurscht. Jetzt setze ich auch noch Kampfattacke ein. Okay, der Levelunterschied macht es jetzt ein bisschen aus, aber trotzdem. Ich bin halt ein Idiot. Das ist ein Psycho, scheinbar hat es eine Psycho-Attacke und ich komme mit dem Kampf-Pokémon an und mache noch einen Kampf-Angriff. Ja, ich bin nicht der Hellste, aber was ist. Was heißt, der hat jetzt ein Psycho-Team, ne? Konfusstrahl. Könnte hilfreich sein. Ich würde sagen, wir... Was funktioniert? Fluch weg. Konfusstrahl kann schon sehr hilfreich sein. So, was kommt jetzt? Epomentas. Ach nein, das ist... Boxer macht das schon. Ich weiß, ich habe so eine Psychoschwäche, aber... Level 16, ich meine, come on. Ach, Boxer schießt echt nach vorne mit den Leveln. Kokobär. Das ist doppelt effektiv gegen mich. Fuck, jetzt könnte ich echt Luti brauchen. Ist wurscht, ja, wir... Es ist Level 20, also... Ja, das ist halt duplexiv vielleicht. Nee, ja, wenn er 5-mal treffen würde, dann würde ich es vielleicht auszahlen. Nee. Das ist ja blöd, ich habe jetzt echt jetzt gegen Coco. Scheiße. Fuck. Ja, ich hätte trainieren sollen. Was soll ich euch sagen? Ja, nein, ich muss auswechseln. Ja, die einzigen wären Nami oder Robby. Nami hat eine Schwäche und Robby. Ja, Kopfnuss vielleicht, ja. Weil die Psychoangriffe machen jetzt meiner Robby nicht sehr viel aus. Und ich muss ja nicht mit... Ach, fuck you. Aha, er hat auch nochmal Angriffe. Okay. Natürlich schreck ich zurück. Ja, macht ja nicht die Welt Schaden, aber... Na, wenn jetzt nochmal Stampf einsetzt und ich mich durch die Verwirrung selber... Ist das nicht die beste Idee? Sehr gut, Robin. Jetzt sollte es sich aber ausgehen. Außer macht einen Volltreffer. Nein, ich steig zurück. Ach, das ist echt anstrengend. Vor allem, dass eigentlich urwenig Sinn hat, dass ich ihm aufheile, weil er eh zweimal dran ist. Ja, es ist so lächerlich, wirklich. Es ist halt einfach nur lächerlich. Jetzt hör auf, endlich verwirrt zu sein. Das gibt's ja nicht. Das ist so arm. Na, ich kann nicht angreifen mit ihm. Das geht mir so aufs Arschloch. Und er hat eine Psycho... Ja, ist mir wurscht. 10 Level drüber. Ich meine, wenn er das Kokobär nicht packt, dann... So. Ja, ist wurscht.
es ist echt viel Schaden. Ach Gott. Verdammte Kokowa. Meter. Ja, das ist okay. Psychostahl. Ja, das war's dann. Mit unserem lieben Krokop. Ja, passt schon. Schrubbel. Ja, nehme ich. Gracias, mein lieber Freund. Ich brauche das, weil sonst komme ich nicht in die Arena ran. So. Jetzt zurück, meine lieben Freunde. So, liebe Freunde. Wir sind jetzt oben angekommen. Ich war jetzt kurz zwischendurch mal die Pokémon alle hochtrainiert. So. Ich habe jetzt einmal auf Level 25 gebracht. Unser lieber Bobby hat jetzt mittlerweile Donnerschlag, Scham, Bitterkuss und Donnerwelle. Tomato, ja, den habe ich nicht gelevelt, der war ja schon so, Boxer auch nicht. Planas hat noch immer miesen Moveball, aber naja, gut. Wird schon werden. Mein lieben Nami habe ich Finsterfaust beigebracht. Sonst eigentlich nichts Neues. Gluti, Doppelkratzer, Schnabel, Blut. Mistabiles Muster dabei für den Anfang ist okay. Und das ist jetzt unser Team, mit dem wir uns dann in der nächsten Folge der nächsten Arena stellen. Schaltet ein, liebe Freunde. Dankeschön natürlich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.